Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Urlaub, nee Quatsch, Leben auf dem Bauernhof von der weichen 2K20. Balla. Wir sind auf dem Weg zum Händler. Da steht sein Lindrak rum. Wo steht denn der? Hä? Warte mal, das hier war... Das war, glaube ich, der von... War, glaube ich, der vom Händler. Machen wir sein Türchen zu. Wo soll denn der stehen, bitte? Da ist nix. Ist auch nix. Hey? Hä? Komisch. Ach, da! Oh, lol. Das Ding ist so klein, das habe ich gar nicht gesehen. So. Ja, Schlüssel. Boah, da hat man aber eine gute Rundumsicht, ey. So klein, das findet man gar nicht, das Teil. So. Aber finde ich ja gut, dass der Herr Zwerger da auch gleich mitgemacht hat, dass der gleich gesagt hat, ja klar, kein Problem. Aber ein bisschen auf Höflichkeit ist der doch trotzdem bedacht. Ist ja klar hier. Auf dem Land halt. Na. So, Karel. Jo, hi. Moin. Passt. Willst du Gras oder Heu? Ich presse die zu Silageballen. Ach so, ups. Ich wollte hier jetzt schon einladen. Ah, alles gut. Kannst du drin lassen, sonst, wenn du schon was hast. Ja, 27 Gras. Ich stell das Ding mal weg. Jo, einfach oben auf den Hof. Ja, ich baue ja noch den anderen Trecker, ne? Ja, ach, das steht schon. Du kannst mit deinem fahren, dann fahre ich mit dem MF. Okay.
So. Wackelt dein Schwader auch so komisch rum? Nee. Muss man da irgendwas arretieren? Guck mal, vielleicht hat er den nicht richtig festgemacht. Geht doch. Ja, ich probiere mal. Dürfen die Bahnen wohl nicht zu dick machen, hätte er die Presse verstopft. Jo, dann fahren wir gleich andersrum. Oder warte, wir fahren einfach eine neue Bahn. Da müssen wir nicht wenden. Siehst du, hast du gesehen? Ups. Ich glaube, das liegt an den Unebenheiten. Ja, das kann natürlich auch sein. Je nach machen wir wieder eine neue. Jo. Kommt der andere auch noch? Ahnung, wo der bleibt.
Vielleicht hat er sich ja verfahren. Das kann natürlich auch sein. Ah, dein Bomber. Kannst du eigentlich schon in die Presse springen, oder? Ja, könnte ich rein theoretisch machen. Papaschi gerade holen. Sag mal, weißt du eigentlich, wo man einen Hochdruckreiniger herbekommt? Keine Ahnung, musst ein Ding fragen. Leo. Ja, dann guck ich mal. Der andere kam mit so einem alten Gefährt hier an, deshalb hat er so lange gebraucht. Naja, hab's gesehen. Ist das ein Güldner ist das, ne? Ich hab keine Ahnung. Blau kenne ich keine Traktoren. Lindner, Gülsner, keine Ahnung, was das ist. Bin mal gespannt, wie die Presse ist. Was hast du denn dir für eine geholt? Die Rundbeinpresse von Klaas ist ein Vorführer, wollte ich kaufen, wenn die gut ist. Ah, okay. Das ist die vom Unitrack stand unten am Händler. Dadurch habe ich den Unitrack nicht gefunden. So, wenn der jetzt hier nochmal... Sind nur die drei Dinger hier, gell? Ja. Okay. Hast du einen Ballenspieß oder sowas? Ja. Auch noch einen Traktor mit Frontlader? Ich habe auch einen Frontlader am Hof stehen, ja. Dann gucke ich gerade mal. So. Das war's schon. Herr Zwerger? Oh, Herr Zwerger! Hallo? Machen Sie das Ding mal aus. Entschuldigung. Schick, aber ein bisschen laut, ne? Der braucht aber eine Weile, bis er wieder anläuft. Ja, aber im Notfall können Sie hier vorne ja die Kurbel stecken, ne? Hat das Ding überhaupt sowas? Weiß nicht. Nö, das hat bloß Zapfwelle. Vielleicht über Zapfwelle ankurbeln. 12 Zylinder oder was? Ne, 6 Zylinder. Hi, der Bimbam. Er müsste 120 PS glaub haben. Du bist so viel schon. Ja. Der Udo, der ist gerade mal los und holt seine Ballenpresse. Ist das die Klaas Roland, wo der Hunde steht, oder was? Du, keine Ahnung. Irgendwas mit Klaas, hat er gesagt. Oh. Er hat gesagt, er hat auch irgendwo einen Frontlader stehen. Weiß nur nicht wo. Vor allem braucht er auch dazu einen Traktor, oder nicht? Mhm. Der hier, ne?
nicht. Hm. Hier reingucken. Ah ja, okay. Hat er auch einen passenden Traktor dafür, oder? Ich glaube, der hier geht auch. Gucken wir mal. Also kommen sie wieder und so. Soll ich ein Gewicht hinten dran machen? Was meinen Sie? Jetzt. Wenn's. Oh, puh. Machen wir mal dran, komm. Du auch immer ohne Gewicht. Oh, das ist ein Glas. Oh. Jetzt ich du auch immer ohne Gewicht. Ja, sicher, sicher. So. Passt es? Passt. Ja. Gut. Wissen Sie, ob der einen Ballenwagen hat? Keine Ahnung. Ich fahr mal runter und frag. Okay. So, Udo. Jo. Hast du einen Ballenwagen? Nee. Oh, okay. Ja. Nee, er sagt, er hat keinen. Gucken wir mal, was der so hat an Geräte, ob man da irgendwas umfunktionieren kann. Oh Gott, jetzt hätte ich fast den Ballen im Bach versenkt. Sowas. Ich höre sowas. Ja, wir sind ja erst hergekommen aus Russland. Vielleicht wollte sich das dann erholen. Russland? Ja, wir waren. Ja, lange Geschichte. Oh, wir waren schon mal hier und dann sind wir weggegangen und dann haben wir dort uns einen schönen Hof aufgebaut und dann hieß es plötzlich hier. Wir haben kein. Das ist ein Naturschutzgebiet und deshalb muss man dann wieder gehen. Aber wenn du keinen Ballenwagen hast, könntest du ja auch wieder ganz normal unter an der Wiese Balle abstellen oder am Hof halt. Ja, kein weiter ich weg. Ich weiß gar nicht, wo er das hinhaben will. Ich kommen sie mal in Funk. Wo willst du denn die Ballen hinhaben? Ah, stell die einfach vorne vor den Stall. Okay. Jetzt sind sie eigentlich unnötig, Herr Zwerger. Ja, ist halt so. Nehme ich meinen schönen Eicher in Hand und fahre wieder weg. Herr Zwerger, Eicher ist es. Zwerger? Oh Mensch, wie funktioniert das Drecksfunkzeug? Jetzt wenn ich das mal sage. Draufdrücken und sprechen. Ah, jetzt. Hört ihr mich? Ja. Jo. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut am besten morgen wieder rein bei der nächsten Folge Leben auf dem Bauernhof. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.